Moin, der Spaßhase hier und es geht los, wieder eine lustige Fahrt um die Schlei. Ja, bin wieder gestartet, so wie bei Plön, vom Friedhof aus, also Kirche, Friedhof war da in der Nähe. Also man kriegt da gut Parkplätze in der Woche und es lag halt auf der Strecke. So, jetzt geht es dann noch so ein bisschen in den Ort rum. Dann gleich raus. Ja, war viel unterwegs. Ältere Generation. So, habe ich meistens auch gut überholen können. Also es ist nicht voll, dass man da nicht fahren kann. Es war schön. War eine schöne Tour. Schön warm war es auch, wie man hier so sieht. Ja, einmal verfahren. Nee, finde mich da vorne eher da rein. So, und es geht jetzt das erste Mal runter zum Wasser. Oh, man sieht schon Wasser. Also es war echt ein Erlebnis, wie es endlich runterging. Man endlich wusste, jetzt geht es am Wasser entlang. So. Deswegen fährt man da ja an der Schei, sonst hätte ich auch irgendwo anders. Die Musik gefällt mir. Yeah. Ja, man sah auch eine ganze Menge. Ich bin nämlich da erst so bei, hatte die erste Bank gesehen, wo das war. Und dann bei der zweiten habe ich dann etwas schädlich gebremst. Und was sah ich? Und habe ich dann auch fotografiert. Yeah, kleine Steintürmchen. So, jetzt habe ich eine ganze Kolonne vor mir. Die machen alle Platz wegen der jungen Dame. Jetzt rüber, jetzt bei. Wer ist bei einer Klingeling, alle machen Platz, alles super, kommt immer gut vorbei. Ich war so stolz, dass ich die jetzt alle überholt hatte. Und dann fährst du so rum, du weißt ganz genau, die sind ganz dicht hinter dir. Also du kannst jetzt nicht irgendwie noch, also du musst jetzt erstmal weiter Gas geben. Oh, und dann fahre ich in so eine tolle kleine Allee rein. Ich hätte ja gerne noch mal ein, zwei Fotos gemacht, weil ich das echt toll fand da drin. War auch schön kühl übrigens. Ja, aber du kannst jetzt nicht anhalten, dann hast du sie wieder alle vor dir. Also, weiter. Jo, und wieder eine ganze Horde. Aber diesmal habe ich es mir einfacher gemacht, bin einfach die Straße lang gefahren. Wie man am Köpfchen sieht. Der Kopf muss mitmachen, wackeln, denn so, mir ist Speed drauf. So, und jetzt geht's runter nach Kappeln. Ich habe mal kurz angehalten, rüber, gleich über die tolle Brücke. Also man darf da auch fahren, Fahrradfahrer frei. Kann ich auch euch empfehlen. Also ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen, dass ich da oben nicht nochmal stehen geblieben bin und Fotos machen. Bin ich ganz ehrlich. So, und man kann unter durchfahren. Weil laut Routenplaner hätte ich jetzt einmal an der Ampel stehen müssen, dann nochmal an der Ampel stehen müssen, dann hätte ich fahren können. Aber man konnte auch unterdurch. Das hatte ich zum Glück, wie ich drüber gefahren bin, das gesehen, ja. Da oben habe ich auch Pause gemacht, kein Fischbrötchen, ärgere ich mich ein bisschen, aber ich will da ja demnächst nochmal fahren. Schöne kleine Feldwege. Hat auch alles super geklappt, auch wenn die Leute da gesessen haben, Fahrrad fahren gehen. Es passt. Immer, und man muss nur nett sein, dann passt mal. Leider bin ich nicht immer so dicht an der Schlei vorbei, wie ich gerne gefahren wäre, aber der Weg war schön. Also es war jetzt nicht, dass ich mich darüber geärgert habe, dass ich jetzt rangefahren bin und so, aber es ist keine Bundesregion. Wie da jetzt mal wieder so ein bisschen Wasser am Rand. Schotterwege irgendwie hasse, nachdem ihr mal so einen Flintstein reißen getroffen habt. Jetzt habe ich ja wieder die Panse schon drauf. Oh, da ist. Ja, der macht Krawall. Der will Ärger machen. Der wollte mein Fahrrad kaputt machen. Da sieht man ihn jetzt nochmal genau. So, und
So, und jetzt war ich so langsam im Endspurt, runter nochmal zur Fähre, extra nochmal morgens geguckt, Fähre fährt, kostet so viel, gleich vorne reingepackt in die Fahrtasche, damit man das nicht noch lange in den Portemonnaie raus und suchen und dann hat man es wahrscheinlich nicht passend. Aber Fähre war heute außer Betrieb genommen, wegen warum auch immer, das konnte man nicht im Internet lesen, bis zum nächsten Tag um 12 Uhr. So lange wollte ich nicht warten. Also, ganzen Weg wieder zurück. Ja, nochmal einen Schluck trinken. Super. Ja, also ganzen Weg zurück und dann über die Brücke rüber. Also ich muss sagen, die Brücke war schön und interessant darüber zu fahren. Die Fähre und dann einfach Chico wieder zurück, ganz normal meine Tour beenden. Hätte mich auch glücklich gemacht. Jo, es geht nämlich gleich rüber über die Schleife. Zack, los geht's. Ich hätte als Fahrradfahrer da drücken können. Ich glaube, dann hätte ich länger, also früher grün gekriegt. Aber ich weiß es nicht. Also ich war auch zu faul abzusteigen. So bin ich jetzt da über die Eisenbahnbrücke rüber. Hinter mir die ganzen Autos. Ihr habt ja gesehen, die lange Schlange. So, ich will jetzt auch schon mal Tschüss sagen. Wenn ich das nächste Mal die komplette Tour fahre, melde ich mich wieder und dann werdet ihr es sehen.